Hallo und willkommen. Heute zeige ich euch, wie man die Knoblauch-Zitronenkur macht. Zuerst brauchen wir 5 Zitronen und 5 Knollen Knoblauch. Von dem Knoblauchknollen gebe ich die einzelnen Zehen. Schälen brauche ich die Zehen aber nicht. So, siehst du? So. Das kannst du dann. Ja, das dauert noch. Okay. So. So wie 1 Liter Wasser habe ich da auch schon hergerichtet. Einen Topf oder Rändeln, wie wir in Wien dazu sagen. Ein schönes großes Messer und einen Mixer habe ich ja ebenfalls. So. Ich muss mich dann noch so kennen. Das ist eigentlich eine recht leichte Arbeit. So. Laut meinen Recherchen soll das Rezept von meiner Oma für die Knoblauch-Zitronenkur ganz gut für Leber, Schilddrüse sein, aber auch cholesterinsenkend wirken und vielleicht auch Blutdruck senken. Das Letztere kann ich bei mir selbst nicht bestätigen, aber der Cholesterinspiegel hat sie bei mir gesenkt. So, jetzt haben wir die auch noch. Der Knoblauch ist jetzt fertig. Das werfe ich jetzt alles weg, damit ich ein bisschen Platz habe. Nun brauchen wir noch die Zitronen. Die schneide ich grob zusammen. So. Mit Schale, Papa? Ja, die bleiben mit Schale, die Zitronen. Die kommen in den Mixer hinein und werden da ganz klein gemixt. Genauso wie der Knoblauch. Der wird mit Schale gemacht. Ach, das kann ich vielleicht ein bisschen größer schneiden. Das ist so nicht aber lecker. Ja. Die ist ganz süß. Die ist immer so. Und sowas nicht. Die Kerne können auch drinnen bleiben in der Zitrone. So. Das spitzt mir voll an. So. Jetzt gebe ich das in den Mixer hinein. Alles auf einmal passt nicht in den Mixer rein, deshalb, weil der Mixer zu klein ist, deshalb mache ich das auf mehrmals. Geht genauso. So, der Knoblauch noch. Zitrone. So. Schalten wir das Ganze ein. So, das gehört noch, da ist noch ein bisschen Zitrone. So. Noch einmal.
Jetzt hat das Ganze eine schöne cremige Masse. Die geben wir jetzt in den Löffel. Was machen wir mit dem Topf? Hier in den Topf hinein. Im Topf wird das Ganze nachher dann erhitzt. So. Kann ich inzwischen schon einschalten, das hätte ich schon vormachen sollen. Und das Wasser reingeben, damit das Ganze schon ein bisschen erhitzt. Hier ich mal den Deckel drauf. So, magst du da weiter? Das Rezept von meiner Oma mit einigen im Internet. Im Internet habe ich teilweise gelesen, dass man das jetzt zum Aufkocher bringen soll. Das mache ich aber nicht. Ich erhitze das Ganze nur auf ca. 70 Grad gefühlt. Und dann lasse ich es ziehen, und zwar sehr lange. Ich lasse es 4 Stunden ziehen. Danach wird es noch einmal erwärmt. Und dann lasse ich es noch einmal eine Stunde ziehen, bis es fertig ist. Im Internet variiert es auch dafür, dass man es gleich aufkocht und nur eine Stunde ziehen lässt. Das ist, jetzt kocht es, also jetzt wird es bald wärmer. Schauen wir mal, ich gebe mal den Deckel drauf, dann geht es schneller. So. Jetzt sind die 4 Stunden vorbei. Ich habe gerade den Herd eingeschaltet. Es wird schon ein bisschen warm. Ich wärme es jetzt nur noch ein bisschen auf. Und dann lasse ich es noch eine weitere Stunde ziehen, bevor ich es dann in Gläser gebe. So, hier bin ich wieder. Nun gehe ich den hier, der jetzt sehr lange gezogen ist, eine halbe Stunde länger. Probiere ich einmal hier in das Handtuch ein bisschen reinzuleeren. So. So. Das hier durchzugeben. Das funktioniert so ganz gut. Im Fall schneller als in so kleinen Sieben, wie es im Internet steht, mit dem Löffel durchquetschen. Und es darf halt nicht zu kalt sein, weil sonst ist es zu steif, und nicht zu heiß, weil sonst verbrennt man sich die Finger. Da muss man jetzt schauen, dass es die richtige Temperatur hat. Es ist jetzt schon ein bisschen warm, aber das geht. Ich bin das von der Hilfe gewohnt. Ein bisschen wärmer. So.
das. Jetzt bin ich fast fertig. Da schieße ich nochmal die Hände. Jetzt fülle ich das Ganze noch ein. Jeden Tag in der Früh trinke ich normal vor dem Frühstück, jetzt ist es etwas später, aber 2 cm ist circa ein Stammball. Prost! Schmeckt gut. So, das zweite Glas fülle ich noch ein, dann sind wir fertig. Im Kühlschrank auf. Da hält das auch so lang, bis ich fertig bin. Und zwar wird die 3 Wochen lang, nämlich täglich, vor dem Essen ein Stammball, danach habe ich 1 Woche Pause und dann nehme ich wieder 3 Wochen lang täglich vor dem Essen ein Stammball. Nur einmal am Tag vor dem Essen. Ich mache es immer vor dem Frühstück. Kann man aber auch vor dem Mittagessen oder vor dem Abendessen nehmen. Und da, nach den zweiten 3 Wochen mache ich 4 Monate Pause und dann wieder. Also es wird 2-mal im Jahr gemacht. 3 Wochen täglich ein Stammball, 1 Woche Pause, wieder 3 Wochen täglich ein Stammball. Und das 2-mal im Jahr.